Ich bin so ein bisschen am testen, was der für eine Reichweite hat, aber der macht ja echt keinen Schaden. Bis jetzt hat er mich noch nicht erwischt. Aber man muss wirklich vorsichtig sein, wie gesagt. Ich weiß nicht, wie viel Schaden der macht. Kann natürlich sein, dass es dann direkt im Dreck liegt. Das wollen wir auch nicht. Hallo und willkommen zurück zu Bless Unleashed. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir machen es wie gewohnt, gucken einfach so randommäßig ganz bunt in unterschiedliche Aspekte des Spiels rein, die wir bis jetzt noch nicht behandelt haben. Zum Beispiel kann man natürlich angeln. Ich bin jetzt hier beim Angellehrer praktisch. Also relativ früh im Spiel kommt man dann zu diesem NPC hier, der einem dann das Angelgear, erstmal so das Basic Gear gibt und einem sagt, wo man so ein bisschen angeln kann. Und das ist auch eine Quest in verschiedenen Gebieten der Welt hier zu angeln. Wir gehen jetzt einfach mal hier runter, direkt an die Küste und beziehungsweise an diesen kleinen Fluss, ne? Vor diesem... Was ist das eigentlich? Das ist gar kein Staudamm, ne? Das ist einfach nur ein paar Gitter unter der Brücke. Okay. Und versuchen hier einfach mal so ein bisschen zu angeln. Wir können auch direkt mal dieses nette Kraut hier mitnehmen, wenn es da eh schon wächst. Und ja, dann legen wir einfach mal los. Das Angel-Equipment muss man erst im Inventar anlegen und dann kann man hier überall, wo man eben, wo es Angelstellen gibt, kann man das dann auspacken und dann hier einfach die Route auswerfen. Ich ziehe mal weit raus und bam, ganz so weit habe ich es nicht geschafft, immerhin. So 30 cm vorm Ufer werfen wir jetzt den Köder aus und das ist schon der erste Fisch. Und dann gibt es erstmal so eine Klickorgie und dann können wir hier versuchen, den Fisch möglichst schnell rauszuziehen. Und wenn wir das richtig machen, dann funktioniert das, glaube ich. Also bis jetzt hat es bei mir immer geklappt. Ich muss einfach nur super schnell klicken. Und jetzt will er gerade entkommen. Da bin ich mir nicht sicher, was man da machen muss. Ich klicke da einfach bunt weiter. Und es scheint immer zu funktionieren. Oh, das ist ein großer Fisch. Das ist ein richtig großer. Der kämpft. Der kämpft eindeutig. Oh, der zieht. Der zieht. Der kommt gleich freiwillig ans Ufer, ne? Der ist so nah bei uns. Brotbarsch. Oh, 7 cm. Okay, das ist dann wohl die Vorspeise, ne? Also so funktioniert hier das Angeln. Ist eigentlich ganz witzig. Mir gefällt das. Ein lustiges kleines Minigame. Wobei es komisch ist, dass das sich immer so 10 cm bis 30 cm vom Ufer hier abspielt. Ist eigentlich relativ viel Platz, ne? Naja, die Fische sind halt Flachwasserfische. Und... das nächste Thema, was ich gerne noch so ein bisschen behandeln möchte, was euch sicherlich total interessiert, gerade die PvE-Spieler unter euch, ist das PvP-Kampfsystem, weil das ja immer so ein Ding ist bei MMOs. Es gibt natürlich immer PvP-Spieler, es gibt immer PvE-Spieler und die Balance dazwischen ist immer so eine Sache, dass man beiden Spielern hier Spielspaß bieten kann, sodass die PvP-Spieler auch mal irgendwen ganken dürfen und die PvE-Spieler sich aber nicht ständig genervt fühlen. Also, das ist wieder so eine Geschichte hier bei... Bless Unleashed auch wieder. Hier ist es so gemacht, dass man wohl ab Level 20 überall in der Welt praktisch PvP-Gebiete hat. Also die Levelgebiete ab Level 20 sind wohl standardmäßig PvP-Gebiete. Das heißt, ihr könnt immer jederzeit angegriffen werden, was natürlich nicht cool ist, wenn ihr da am Leveln seid oder einfach nur ein bisschen PvE spielen wollt. Allerdings gibt es da einige Mechaniken, die das Ganze so ein bisschen einschränken und für die Ganker ein bisschen schwieriger machen. Und zwar werden euch gegnerische Spieler, also aggressive PvP-Spieler auf der Karte angezeigt. Wer hier PvP spielt, der wird geflaggt. Als PvP-Spieler wird rot auf der Karte angezeigt, wenn er irgendwie andere Spieler angegriffen hat. Das heißt, es gibt so ein Rufsystem, in dem Spieler, die anderen Spielern Schaden zufügen, eben geflaggt werden. Das heißt, sie werden einmal auf der Karte angezeigt. Die Karte ist aber nicht wirklich groß, also sie ist relativ klein. Das heißt, ihr seht die erst, wenn die schon in eurer Nähe sind und euch dann auch schon langsam sehen. Das ist natürlich ein Problem, aber prinzipiell werden die mal angezeigt, was ja schon mal nicht schlecht ist. Das nächste ist, dass dieses Rufsystem auch bewirkt, dass PvP-Spieler, die andere Spieler getötet haben, für einige Zeit auch für NPCs geflaggt sind. Das heißt, die können nicht mehr in die Städte gehen, die können auch nicht mehr in die Nähe der Städte. Sobald ihr dahin geht, seid ihr also auf jeden Fall sicher. Und ja, wenn ihr irgendwen gegankt habt und als PvP-Spieler geflaggt seid, dann könnt ihr erstmal nicht in die Stadt gehen. Das heißt, ihr könnt erstmal abwarten, euch irgendwo hinstellen und warten, bis der Timer abläuft, bevor ihr wieder zurück in die Städte dürft. Das ist natürlich dann auch wieder ein Punkt für PvP-Spieler, jetzt nicht jeden sinnlos zu ganken. Und so wird das halt so ein bisschen geregelt, das Ganze. Außerdem ist natürlich jeder PvP-Spieler für jeden jederzeit angreifbar.
was dann auch wieder so eine Sache ist, was ja zumindest beim Questen und so nicht so günstig ist. Das heißt, da greift man dann nicht sinnlos irgendwelche Leute an. Aber trotzdem ist es natürlich erstmal so ein Punkt, der nicht allen gefällt, dass man eben überall auf der Welt angegriffen werden kann. Ansonsten PvP gibt es natürlich auch in geregelter Form, also etwas geregelterer Form, sagen wir jetzt mal. Unter der Spielersuche gibt es eben das Schlachtfeld. Das ist einmal hier das Amaranth-Becken. Also, das erinnert mich dann doch stark an das Arati-Becken so ein bisschen, was wir von WoW kennen. Das ist ein 15 versus 15 Schlachtfeld, also spielt man dann 15 gegen 15 Spieler. Außerdem gibt es die Kriegsherren-Arena, die hier eine 3 versus 3 Arena ist, wo man dann wohl auch mit der Gruppe hier super joinen kann. Ich weiß nicht, ob man auch in Random-Gruppen spielen kann oder ob man immer eine Gruppe direkt braucht, um da joinen zu können. Das kann ich jetzt leider alles noch nicht testen. Die Kriegsarena ist ab Level 28 und das Schlachtfeld, glaube ich, ab Level, auch in dem Bereich, auch 28. Also ab 28 geht dann hier das geregelte PvP los. Genau, soviel mal zum PvP. Das habe ich auch noch nicht so wirklich testen können, weil es erst in höheren Levelbereichen so richtig losgeht. Aber das klingt auf jeden Fall schon mal ganz interessant, andererseits auch so ein bisschen abschreckend. Ne? Müssen wir mal gucken, wie sich das entwickelt. Okay. Ja, hier wollte ich jetzt eigentlich so einen Boss zerlegen. Der ist aber scheinbar gerade nicht zu Hause gewesen. Der hat zwei Köpfe. Ist das gut oder schlecht für uns? Oh, okay, er hat mich nicht getroffen. Will der mich? Nee, der haut in die Luft. Okay, macht da irgendwelche Trockenübungen. Und solange wir hinter ihm bleiben, glaube ich, können wir das überleben, oder? Mal gucken, ob ich den betäuben kann. Ich glaube nicht, weil das ein Boss ist. Ich glaube, ich habe ihn noch nicht mal getroffen. Ich war nicht mal dran. Schwer abzuschätzen, wenn der so groß ist. Bam, bam. Oh, oh. Okay, jetzt wollte er, glaube ich, mich. Nur ein bisschen aufpassen. Als Nahkämpfer ist man da immer gefährdet. Aber bis jetzt läuft es ja ganz gut. Das sind die Bossfights, die es überall auf der Map geben soll. Und die eigentlich immer ziemlich cool sind. Es sind immer richtig große Mobs und die gibt es immer richtig viel Action. Also da wird alle paar Minuten dieser... Oh, D. Erfolg. Oh, was hat er mich erwischt? Der trifft aber wirklich nicht gut, ne? Du musst ein bisschen mehr trainieren, der Junge. Deckung. Okay. Vielleicht sind wir sicher, wenn wir zwischen seinen Beinen so stehen. Ich traue mich gar nicht so nah ran. Genau, also der Boss skaliert. Also die Hitpoints und auch der Schaden, den er macht und alles skaliert mit der Anzahl der Spieler. Das heißt, je mehr Spieler hier mitkämpfen, desto fieser wird der Boss. Und ihr seht schon, der ist inzwischen ziemlich fies. Wir sind auch ziemlich viele Spieler am Start. Ich glaube, das, was wir hier machen, das sieht man da nicht so wirklich. Oh oh. Irgendwer macht hier zu wenig Schaden. Möglicherweise bin ich da auch schuld. Aber wir machen so ein bisschen was, ne? Immerhin so 100er, 200er Hits. Und wenn ich treffe, dann ist das ja schon mal ein bisschen was. Oh! SSSSS! Okay. Heieiei. Sprung, Damage. Okay, da hat er irgendwas gemacht. Da macht er irgendwas. Der ist ziemlich aktiv gerade. Ich stehe hinter ihm, glaube ich. Nicht den hauen, das heißt den Boss hauen. Und die wechseln auch ziemlich dynamisch die Ziele. Also das ist wohl auch relativ unabhängig davon, wer jetzt wie viel Schaden macht. Es ist nicht so, dass man hier durch Schaden machen irgendwie Aggro aufbaut, sondern die machen das so ein bisschen randommäßig scheinbar. Und bei den Bossfights sieht man auch ganz schön, wie wichtig Ausweichen in dem Spiel ist. Also es gibt schon viele Mobs, die auch am Anfang schon ziemlich viel Schaden machen. Und wo es absolut sinnvoll ist... Boah, irgendwer hat ja gerade richtig viel Schaden gemacht. wo es absolut sinnvoll ist, auszuweichen. Okay, springen wir nochmal drauf, oder? Das macht am meisten Schaden. Oh oh. D. Nix wie weg. Okay, ausweichen. Über dem jetzt relativ einfach. Ich bin so ein bisschen am Testen, was der für eine Reichweite hat, aber der macht ja echt keinen Schaden. Bis jetzt hat er mich noch nicht erwischt. Aber man muss wirklich vorsichtig sein, wie gesagt. Ich weiß nicht, wie viel Schaden er macht. Kann natürlich sein, dass es dann direkt im Dreck liegt. Das wollen wir auch nicht. Deswegen lassen wir mich jetzt besser mal nicht treffen.
Immer noch 49% Hitpoints. Also die Bossfights machen auf jeden Fall Spaß. Das sind halt immer diese Open-World-Bosse hier. Aber auch Arenen. Das werden wir uns auch noch ganz kurz angucken. Deckung. Kein Stamina mehr. Den kann ich nicht ausweichen. Da muss ich auch drauf achten. Kommt schon. Mach den weg. Der lebt ja immer noch. Oh. WWW. Deckung. Und Haken werfen und anspringen. Und bam. Deckung. Ich hab keine Ahnung, wo der hinhaut. Trifft mich einfach nicht. Nicht der hellste Troll oder was auch immer das ist. Aber man merkt wirklich nichts davon, was man macht. Das ist halt so eine Sache bei den großen Bossen. Man macht zwar Schaden, aber sehen tut man das nicht. Wir haben einfach zu viele Hitpoints. Ich denke, als Magier wird man das so ein bisschen sehen. Magier sind ja so die Haupt-Damage-Klasse. Die machen, glaube ich, schon wirklich viel Schaden. Oh, jetzt hat er mich erwischt. Und schon wieder. Okay, der macht jetzt andere Angriffe. Jetzt wird es ein bisschen spannend. Ein bisschen zu spannend eigentlich, ne? Jetzt habe ich keine Ahnung, welche die Heiltränke sind. Ich glaube... Auf welcher? Probieren wir mal F4? Ja, das ist ein Heiltrank. Okay. Mit der Hotbar komme ich noch nicht so gut klar. Da habe ich zum Beispiel noch nicht rausgefunden, wie ich die konfigurieren kann. Das sind halt immer so die Steuerungsprobleme, die ich hier sehe. Hier ist eigentlich nichts wirklich intuitiv, sondern das ist alles sehr umständlich. Eben Konsolensteuerung. Auf dem PC passt halt nicht so gut. Hoho. Ich traue mich echt nicht mehr an den ran. Also er macht schon 500er Hits oder was, auf jeden Fall. Und Rundumschläge. Okay, das waren 400er. Und schon wieder. Ich nehme jetzt mal so einen Trank wieder. Okay, das geht auch im Liegen, das ist schön. Jetzt weiß ich auch, wozu man die Tränke braucht. Für die Bossfights auf jeden Fall. Okay. Ich bin schon 9%. Ich konnte nicht ausweichen. Ich weiß nicht, was da los war. Keine Ausdauer wahrscheinlich. Oh. Das ist jetzt eher was für die Fernkämpfer, hätte ich gesagt. Aber ich will mich ja nicht komplett raushalten. Das war ein bisschen weit, glaube ich. Vielleicht können wir ja unseren starken Schlag hier anbringen. Nee. Dafür bewegt er sich einfach zu viel. 400er Hit. Auch ich kann Schaden machen, so ein bisschen. Okay, er ist down. Nice. Okay. Beute. 1500 Gold. Kann man machen. Ja, also das war jetzt so ein einzigartiger, großer Boss. Ziemlich cooler Kampf eigentlich. Hat jetzt auch einen Moment gedauert. Und war auch ganz schön haarig, ne? Ja, reitet die echt auf einem Reh? Hey. Das ist ziemlich cool. Okay, jetzt gucken wir direkt mal in die Kiste rein. Das ist natürlich jetzt interessant. Wir wollen wissen, was da so rauskommt bei der Geschichte. Geschenkschachtel habe ich auch noch nicht geöffnet. Belohnungskiste des Graslandriesen. Öffnen. Und wir bekommen... ziemlich viel Stuff. Versiegelten Schlüssel. Der öffnet Dungeon-Truhen. Okay. Das ist so ein bisschen wie bei Conan. Also die Open-World-Bosse droppen Schlüssel für die Dungeons. Das ist interessant. Ein Seelenkristall. Das ist wohl irgendeine Art Währung. 924. Das habe ich zum ersten Mal bekommen. Das ist wohl so eine Boss-Belohnungswährung, ne? Selten. Glut von Paethon. Das ist wohl was für Schmiede. Okay, damit können wir dann wohl Waffen und sowas verbessern. Natürlich ein bisschen Erz, Rüstungsverstärkung, Ausrüstungsaufwertungssteine, ein Körperpanzer, der besser ist als unserer und noch ein Körperpanzer. Okay, da können wir uns dann entscheiden, welchen wir nehmen wollen, ne? Muss ich mich? Nee, das sind alles Items, die wir bekommen haben. Wir müssen uns nicht entscheiden. Der hier erhöht die Anzahl der... Artefaktfragmente, die man durch Aufbereiten bekommt. Also das ist was fürs Craften. Und der hier erhöht die Verteidigung. Das ist eine Kampfrüstung. Und die sehen genau gleich aus. Archäologe und verstärkter Körperpanzer.
Außerdem ein Helm, auch super cool. Also hat sich mega gelohnt. Das ist jetzt wirklich, wirklich guter Loot. Richtig krass. Das können wir jetzt schließen und dann gehen wir ins Ausrüstungsfenster und legen das ganze Zeug direkt an. Die Waffen taugen alle nichts. Inventar ist ziemlich voll, also viel kann ich nicht mehr nehmen. Ich muss dringend ausmisten. Wir haben jetzt so einen Helm bekommen. Unser letzter hatte 5 Rüstung, der hier hat 55 Rüstung. Ich denke, mehr muss ich dazu nie sagen. Und außerdem haben wir eine Brust bekommen. Das wird auch hier angezeigt. Ich glaube, immer diese roten Zeichen da zeigen an, dass wir da was Neues bekommen haben in letzter Zeit. Das sind neue Items. Und wir ziehen jetzt mal diesen verstärkten Körperpanzer an mit 34 Rüstung. Unser letzter hatte hier 25 Rüstung. Also auch ziemlich cool. Wobei der den kritischen Trefferschaden erhöht hat. Das ist natürlich auch nett. Also alle Rüstungsteile haben auch immer so Boni, die teilweise auch ganz nett sind. Genau, das hat sich also absolut für uns gelohnt. Das hat uns wirklich jetzt ein bisschen aufgewertet. Vor allem der Helm ist wirklich mega gut. Das ist so ein Item, was ich jetzt auch in der Stadt ganz gut upgraden könnte. Was wir uns noch angucken könnten hier in der Gegend, wäre eigentlich mal das Teleportieren. Dann können wir nämlich direkt mal in so eine Stadt gehen. Da ist so ein Teleporterpunkt. Also wir könnten uns jetzt theoretisch direkt in die Stadt teleportieren, wenn wir das wollen. Das ist aber nicht günstig. Das hier ist so ein Teleporterstein, wie auch immer, Pfosten. Das sind so Pfosten. Da könnte ich mich jetzt hin teleportieren. Dafür brauche ich, glaube ich, ein Ticket. Und ich dachte, das würde dann Seelenstaub kosten. Das würde jetzt aber funktionieren. Also, das würde 500 Gold kosten. Okay. Ich habe gehört, das würde eigentlich Seelenstaub kosten. Es kostet es aber nicht, es kostet 500 Gold. Das ist trotzdem verdammt viel. Deswegen machen wir das jetzt nicht, sondern wir laufen mal zu diesem Teleporterpunkt, wenn ich den überhaupt finde hier. Das ist ziemlich... Vielleicht sollte ich auf den Wegen bleiben, ne? Weil ich bin nicht so der Typ, der auf den Wegen bleibt. Ihr kennt das. Da ist er auch schon. Genau, das sind diese Teleporter-Dinger. Da kann man rangehen und teleportieren drücken, nutzen. Und jetzt kann ich hier rauszoomen. Hoffentlich werde ich jetzt nicht vom Troll zertreten. Kann hier wieder reinzoomen. Und dann kostet mich das nicht 500 Gold, sondern nur 143. Also das ist dann der Unterschied. Es ist einfach günstiger, wenn man zu so einem Teleporter-Pfahl geht. Gut, dann fallen wir vom Himmel und sind in der Stadt. So funktioniert das Teleportieren. Also diesen Staub braucht man da wohl aktuell jetzt nicht mehr für. Das wurde möglicherweise geändert. Man kann sich jederzeit von überall her teleportieren. Man muss aber eben dafür bezahlen. Hier ist so ein Taschenhändler. Dem können wir unsere Taschenfragmente geben und der gibt uns dafür Taschenerweiterungen. Die werden dann umgewandelt in diese Taschenerweiterungen. Und dann müssen wir, glaube ich, ins Inventar und unter Verbrauchsgegenstände unsere Taschenerweiterungen nutzen. So war das mal. Geschenkschachtel, die können wir auch mal öffnen. Öffnen wir mal die Geschenkschachtel nebenbei. So. Aber wir haben schon 63 Slots, also das hat scheinbar die Slots jetzt automatisch ausgegeben. Das ist eine Stufe 9 Geschenkbox, die ich irgendwo bekommen habe, als Questbelohnung, glaube ich. Und die konnte ich erst auf Stufe 9 öffnen, deswegen... Oh, deswegen hatte ich die jetzt noch nicht geöffnet. Und wir könnten uns jetzt eine neue Geschenkschachtel Stufe 12 geben lassen. Okay, oder wir nehmen die Waffe mit 40 Waffenschaden. Oder Rüstwert. Das ist ziemlich cool. Aber unsere ist halt besser, ne? Genesungsschriftrolle. Damit kann man sich eben wiederbeleben, wenn man praktisch auf dem Boden liegt und noch nicht ganz tot ist. Ist cool. Aber ich denke, wir nehmen jetzt einfach mal diese Geschenkschachtel, oder? Ich habe ja nicht vor zu sterben. Wir nehmen die Geschenkschachtel. Und dann schließen wir das Ding. Das funktioniert. Stufe 5. Stufe 12, genau. Also wir haben jetzt die Stufe 12 Schachtel bekommen. Und die Taschenslots wurden jetzt automatisch angerechnet. Wir haben jetzt 63 Slots, das heißt, wir haben 3 mehr als vorher, glaube ich, ne? Genau, das ist der Taschenhändler. Gut, haben wieder ein bisschen was dazugelernt. Was ich mit euch auch nochmal anschauen wollte, können wir auch kurz ein paar Quests eigentlich abgeben, so nebenbei, dass man so ein bisschen das Gameplay auch immer wieder sieht. Das ist hier die Hauptquest oder vielleicht auch eine Nebenquest aus der Hauptquest-Reihe. Da geht es um diese verrückten Insekten, die wir immer überall töten müssen und bin mir nicht sicher, ob ich die schon abgeschlossen habe. Pilzhüte, okay, kann ich machen.
Also das ist praktisch eine Daily, da kann ich diese Pilzhüte sammeln und hier abgeben und bekomme da immer so ein bisschen was für. Gut, das ist nur die Daily Quest. Genau. In jeder Region gibt es diverse Daily Quests, die man immer wieder machen kann. Das dauert dann immer auch nur ein paar Stunden, bis die, glaube ich, wieder aktiv sind. Können wir mal gucken, ob da irgendwo noch welche sind, die gerade wieder aufladen. Ja, also die hier zum Beispiel. Die haben so einen Timer drauf laufen, sind 2 Stunden, dann kann man die nochmal machen. Also ich glaube, so 3 Stunden dauert es. Das ist auch unterschiedlich, oder? Nee. Sieht so aus, als wenn es so Richtung 3 Stunden ungefähr, die das dauert, bis so eine Quest dann wieder machbar ist. Die hier können wir erst, okay, ist sehr unterschiedlich. Das sind dann hier 43 Stunden, bis wir den nochmal zerlegen dürfen. Okay, also die Bosse kann man nicht jeden Tag machen. Ist natürlich auch sinnvoll, weil der Loot war wirklich gut. Wenn wir das nächste Mal wieder zufällig so guten Loot bekommen und da dann vielleicht eine Waffe oder was anderes für uns drin ist, dann ist es natürlich jedes Mal richtig, richtig cool. Wo man auch ganz gut Loot herbekommt, sind eben Dungeons. Da gibt es noch nicht viel Auswahl, weil ich eben noch vom Level her ziemlich niedrig bin. Aber hier bei den Dungeons können wir zum Beispiel die heilige Prüfung machen. Das ist einfach so ein kurzer, netter, kleiner Dungeon, der auch sehr guten Loot abwirft. Also macht auf jeden Fall Sinn, da hin und wieder mal reinzugehen. Und ich glaube, das machen wir jetzt auch mal. Gehen wir in die Warteschlange. Und genau, dann können wir schon betreten. Einmal Enter gedrückt halten. Damit bestätigen wir das Ganze. Jetzt müssen wir kurz warten, bis dann ein weiterer Spieler mit dazukommt. Und dann dürfen wir da loslegen. Yeah. Hier haben wir ein Level 27er. Berühmtheit. Skerd heißt der, ne? Berühmtheit ist, glaube ich, der Titel. Also man kann dann auch Titel ausrüsten, wenn man die freigeschaltet hat. Was ich jetzt momentan, glaube ich, noch nicht habe. Und da sind wir dann auch schon. Okay. Dann machen wir hier auf, oder? Tür öffnen. Wir sind noch alleine. Wir brauchen noch Verstärkung. Wo ist denn der zweite Kollege? Bin ich jetzt alleine hier? Oh, oh. Sieht irgendwie so aus, ne? Okay, da haben wir Verstärkung. Lockhead ist da. Auf geht's. Wir machen das Tor auf. Wer ist das? Die hat ein goldenes Schild. Okay. Hat die sich verbeugt? War das so ein Ansetzer von einer Verbeugung? Bin mir nicht sicher. Auf geht's, ne? Lasst uns loslegen. Also das ist jetzt unser Boss hier, den wir besiegen dürfen. Ich weiß nicht, ob Lockhead schon fertig ist. Macht jetzt nicht den Eindruck, als wäre er schon bereit. Okay, er kommt aber. Ja, sie verbeugt sich. Wie höflich. Ich weiß gar nicht, wie das geht. Können wir das? Ich glaube nicht. Auf sie! Mit Gebrüll! Und die schlägt. Oh, oh. Muss so ein bisschen aufpassen, wie es aussieht. Die ist nicht ungefährlich. Kann ich sie betäuben? Ich glaube nicht. Nein, das hat nicht funktioniert. Die macht irgendeinen Schildschlag. Nee, nur ein Schild ohne Schlag. Oh, oh. Was nun? Geht sie auch nicht los? Nee, sie springt wieder Lockhead an. Lockhead ist, glaube ich, ein Ranger. Das tat auch weh. Die macht schon ein bisschen Schaden. Deckung? Oh, das war weg. Voll die falsche Richtung. Eigentlich wollte ich nur ausweichen. Jetzt springt sie wieder weg. Auf sie mit Gebrüll. Das war ein Treffer. Wow, das war ein echt guter Hit. Einmal betäuben. Geht nicht, aber macht gut Schaden. Und mal ausweichen. Und ich glaube, ja, so von vorne machen wir keinen Schaden. Vielleicht von hinten. Das ist so schwer, mal in die richtige Richtung zu schlagen, während man versucht auszuweichen. Das funktioniert nicht optimal. Ich habe auch schon ziemlich viel Schaden genommen. Wow, wow, wow. Ausweichen ist nicht so einfach. Jetzt ist sie wieder auf ihm. Beziehungsweise sie blockt ihn auf jeden Fall. Das war ganz gut. Okay. Aua! Was tut die? Ich mach mal... Raserei kann ich noch nicht anmachen, da habe ich zu wenig Wut für. Aber gleich. Einmal hinter sie und weiter geht's. Jawohl. Die interessiert sich mehr für ihn, ne, als für mich. Ich glaube, der macht auch deutlich mehr Schaden als ich.
So vom Gefühl her. Na, vielleicht täuscht das auch. Oh, jetzt wollte ich sie gerade finishen, hat aber nicht ganz funktioniert. War sein Kill. Nice. Also das sind die PvE-Bosse hier. Das ist die erste kleine Instanz. Das ist einfach so eine Arena, wo so Trolle irgendwie runter uns zujubeln. 2:10, das war jetzt echt ein langer Kampf. Das letzte Mal ging das, glaube ich, in 30 Sekunden oder so. Okay. Gut, aber wir haben es geschafft, ne? Ich weiß nicht, ob die Belohnung von der Zeit abhängig ist. Wir schauen. Eindrucksvolle Schulterstücke haben wir bekommen. Sehr schön. Dann noch einmal schön loben hier. Wir waren ja sehr gut alle. Und dann gehen wir hier durch das Portal raus. Ich glaube, wir müssen uns dann noch reinstellen. Okay. Und dann gucken wir uns gleich mal unseren Loot hier an. Schöner Kampf. Wir haben bekommen diese Schulter. Eindrucksvolle Schulterstücke mit 82, also 8 Rüstwert, 82 Verteidigung. Ist leider schlechter als das, was wir jetzt aktuell haben. Das letzte Mal war der Loot besser. Ich bin mir nicht mehr sicher, was ich bekommen habe. Also möglicherweise ist der Loot so ein bisschen abhängig davon, wie schnell man den Boss auch legt. Das heißt, wenn man den richtig schnell zerpflückt, dann bekommt man da auch so ein bisschen besseren Loot. Denke ich, könnte ich mir vorstellen. Habe ich jetzt erst zum zweiten Mal gemacht. Das heißt, ich kann das jetzt noch nicht so wirklich sagen. Bei den Dungeons, denke ich, wird es so sein wie überall. Es gibt diverse unterschiedliche Dungeons. Das war jetzt einfach ein ganz kurzer. Ich denke, später werden die dann auch ein bisschen länger und interessanter. Aber das müssen wir halt alles rausfinden mit Stufe 10. Also direkt, sehr bald können wir uns dann den nächsten Dungeon angucken. Jetzt haben wir zumindest mal den ersten gesehen. Wir können auch wieder Fertigkeiten freischalten. Da können wir mal unseren Haken hier verbessern. Das wäre eigentlich ganz cool. Das machen wir direkt mal. Das verringert aber nur die Abklingzeit, also nichts super Großes. Okay. Ja, dann freue ich mich drauf, dass ich jetzt die nächsten Kampfsägen irgendwann mal freischalte. Das wäre ziemlich cool. Dass ich wieder so ein paar Sachen ausprobieren kann. Wir haben jetzt die drei Dinge probiert. Hier gäbe es dann den Blutsauger, mit dem wir uns hochheilen können. Und den Wirbelwind, ne? Das sind zwei neue Sachen, die wir noch nicht kennen. Hier gibt es dann scheinbar nichts Neues. Das ist ganz interessant, sich das hier so anzugucken mit den Sägen. Die sind halt alle so eine Mischmasch aus den Fähigkeiten. Manche haben dann mehr Upgrades für die einzelnen Fähigkeiten. Manche bieten da nicht großartig zusätzliche Upgrades. Ich glaube aber, dass die späteren Sägen, also sieht so aus, als hätten die alle die vollen Upgrades. Also nur zusätzliche, aber sie verlieren keine Upgrades für die einzelnen Fähigkeiten. Das heißt, die werden halt immer besser mit der Zeit und dann gibt es eben unterschiedliche Mischungen der 6 bis 8 Fähigkeiten oder was, die es da gibt, ne? Spaltschlag. Wilder Erdenbrecher ist zum Beispiel wieder was Neues, ne? Kennen wir noch nicht. Guillotine? Kennen wir auch noch nicht. Da sehen die Symbole teilweise ziemlich ähnlich aus. Das macht es ein bisschen schwierig, das auseinanderzuhalten. Guillotine ist auch wieder eine Fähigkeit. Erdenbrecher hatten wir, glaube ich, schon einmal. Den gibt es hier oben auch schon. Hier gibt es den aber mit diversen Upgrades. Das heißt, wenn der einem gefällt, dann nimmt man auf jeden Fall den blinden Henker. Und die werden halt immer besser, ne? Die Sägen werden immer besser. Das heißt, man wird sicherlich einen der unteren hier dann verwenden. Immer. Sobald die freigeschaltet sind. Bis jetzt habe ich ja leider erst einen Sägen. Ich hoffe, dass da bald der nächste kommt. Ich muss aber meine Taschen ein bisschen aufräumen. Die sind ziemlich voll geworden. Man kann wohl Items auch zerlegen und bekommt dann dafür Upgrade-Teile. Das heißt, wir haben, glaube ich, auch ziemlich viele dabei von den Sachen. Es gibt so Upgrade-Steine. Allgemeine Gegenstände ist das, glaube ich, ne? Ausrüstungsaufwertungssteine und Rüstungsverstärkungssteine. Diese Sachen kann man wohl auch bekommen, dadurch, dass man Rüstungsteile zerlegt. Da bin ich auch noch am Testen, wie das alles genau funktioniert. Da müssten wir uns so einen Rüstungszerlegeheini hier mal auftreiben. Ich weiß nicht, wo der genau ist. In der Stadt kenne ich mich auch noch nicht so wirklich gut aus. Ich war jetzt sehr viel draußen unterwegs. Es gibt die meisten wichtigen Händler und so gibt es auch draußen. Es gibt auch die ganzen Stationen draußen auf den Vorposten immer. Das heißt, man muss eigentlich relativ selten in die Stadt. Was eigentlich so ein bisschen schade ist. Ne? Hier gibt es noch kein so richtig gutes Stadtleben. Ich denke, das kommt dann später auch. Aber momentan läuft es noch nicht so.
Okay. Ja, die Schatzkarten können wir hier auch abgeben. Hier passieren immer Dinge, wenn man rumläuft. Ich habe jetzt gerade den Sprint aktiviert. Das ist auch was, was mich sehr stört am Wolf. Beziehungsweise wird es schon bei allen Mounts gleich sein. Wenn man einmal anfängt zu sprinten, dann läuft der Wolf einfach weiter. Also der läuft jetzt so lange, bis der Sprint abläuft. Und ich kann den, glaube ich, jetzt nicht so richtig anhalten. Ich müsste dann wahrscheinlich absteigen. Das wird dann gehen. Das ist auch eine komische Sache, dass das so ein erzwungener Sprint ist, der nicht aufhört. Und der ist aber nur relativ kurz. Und danach muss man eben die Fähigkeit sowieso wieder aufladen bei den Reittieren. Ist ein bisschen ulkig irgendwie. Ja, so viel erstmal wieder für diese Folge von Bless Unleashed. Wir haben uns so ein bisschen den ersten Dungeon angeguckt. Wir haben uns mal so einen Worldboss wieder angeguckt. Und die Kämpfe werden immer interessanter. Also wir hatten ja schon den Wolfs-Worldboss. Der war noch relativ gechillt. Der hatte jetzt schon echt was drauf hier, dieser Riesentroll. Wobei das natürlich auch mal von der Anzahl der Spieler abhängt. Also je mehr Spieler, desto spannender wird das Ganze natürlich auch. Und wenn es dann irgendwann mal richtig viele sind, dann wird es auch wirklich schwer für so einen Nahkämpfer, da überhaupt noch mitzumischen, ohne dass man gleich One-Hit ist. Also da muss man dann wirklich sehr gut aufpassen. Ich habe ja auch schon den Priester angespielt, der mir auch ganz gut gefallen hat, so prinzipiell. Da habe ich aber festgestellt, dass auch die Ranged-Klassen teilweise sehr niedrige Reichweiten haben. Also der hatte so gefühlt so 5 Meter Reichweite. Man musste also schon sehr nah an den Gegner ran, um überhaupt Schaden zu machen. Ansonsten sind die Fähigkeiten alle in der Luft verpufft. Also auch bei den Fernkampf-DDs ist es jetzt nicht so, dass man sich da weit wegstellen kann. Man ist da schon auch immer ziemlich gefährdet bei den Fähigkeiten, muss ausweichen und so weiter und so fort. Am liebsten würde ich jetzt natürlich noch ordentlich weiter leveln, in die interessanteren Bereiche vorstoßen. Hier ab Level, ich glaube 28 oder sowas war es, dass man da mal die ganzen PvP-Arenen und so weiter austesten kann und die weiterführenden Dungeons und so weiter und so fort. Ich denke, das werde ich jetzt alles in der kurzen Closed Beta nicht schaffen. Möglicherweise ist das hier dann schon die letzte Folge. Müssen wir mal gucken, ob ich noch eine schaffe. Reizen würde es mich auf jeden Fall, aber ich denke, wir haben jetzt so ein bisschen einen Überblick bekommen über Bless Unleashed und wissen jetzt so ein bisschen, in welche Richtung das Spiel geht. Auch wenn wir natürlich über das Endgame, das Wichtigste bei MMOs, im Moment noch ziemlich wenig wissen. Ja, ich hoffe natürlich, euch hat es bis hierhin gefallen. Ich danke euch fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch ein Like da. Ich würde mich freuen. Wenn ihr noch nicht abonniert habt, dann seid ihr natürlich selber schuld. Abonniert, damit ihr die Videos automatisch in eurer YouTube-Abo-Box erhaltet und in Zukunft kein Video mehr verpasst. Das war's aber für diese Folge von Bless Unleashed. Schön, dass ihr dabei wart und wir sehen uns dann im nächsten Video. Macht's gut und bis dann. Okay, das geht wohl nicht im Sitzen. Müssen wir erstmal aufstehen, ne?